Hi ihr Lieben, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich diesen Kanal ein bisschen nutze, um euch ein bisschen was über Aufstellungsarbeit einfach zu erzählen, einfach was da einfach wirken kann und auch ja, wie Aufstellungsarbeit, was da Faszinierendes einfach rauskommen kann und warum man das auch vielleicht macht. Ja. Auf meinem persönlichen Profil mache ich gerade die Challenge-Videos und hier auf dem Profil werde ich einfach die Aufstellungs euch ein bisschen was über meine Erfahrungen erzählen. Und am Samstag zum Beispiel war ich in der Aufstellungsgruppe, wo ich seit 3 Jahren hingehe. Und da will ich euch ein kurzes Beispiel geben. Es waren zwei Frauen gegenübergestanden und was man von außen so gesehen hat, diese zwei Frauen waren sehr einfach sehr powerful, sage ich jetzt mal. Ja, sie haben sich auch ausgetauscht und sie hatten unglaublich eine gute Energie. Sie waren stabil gestanden, es war Körperspannung da. Sie haben sehr viel miteinander gelacht und auch einfach sich sehr, sehr gut verstanden. Und das gegenüber von, sage ich jetzt mal, Person 1 war das persönliche Ich. Und man hat einfach gesehen, dass diese Frau einfach sehr, sehr gut gearbeitet hat bis jetzt und ja, dass da einfach eine unglaubliche Nähe und auch eine unglaubliche Resonanz einfach da war. Und es war wirklich so schön anzuschauen, dass ja, dass einfach Arbeit, einfach persönlich an sich arbeiten, sage ich jetzt mal, einfach ganz viel ausmacht. Das sieht man einfach auch bei Aufstellungen, wie weit ist man denn schon mit dem kommt zu dir. Und im Laufe dieser Aufstellung wurde dann die Frage gestellt, was denn dann passiert war. Und diese Frau hat dann erzählt, dass sie mit 10 Jahren, sie ist aus Russland, nach Deutschland gekommen ist. Und ab dem Zeitpunkt durfte sie kein Russisch mehr reden. Von ihrer Mutter aus. Weil sie einen deutschen Mann geheiratet hat. Und sobald dieser Satz gefallen ist, war die Energie weg von allen zwei Personen. Sie sind sehr traurig geworden. Sie haben auch alle zwei dann geweint. Ja, also es war wirklich spürbar, dass dieser Satz oder dieses Ereignis so im Feld drin war und auch so körperlich spürbar war, dass man das, also das sowas, es war so faszinierend und es war so wundersam. Und ja, die zwei Frauen haben dann auch fürchterlich geweint. Und wenn man das sich natürlich dann von außen ansieht, ja, dann weiß man einfach, dass dieses Ereignis anscheinend so prägend für dieses 10-jährige Kind war, weil man muss immer davon ausgehen, also das ist kein Jetzt-Zustand, sondern es war wirklich dieser Zustand von diesem 10-jährigen Kind, das dann nicht mehr Russisch reden durfte. Es hat gewissermaßen, würde jetzt ich sagen, auch seine Wurzeln verleugnen müssen. Und das sieht man einfach bei Aufstellungsarbeit, ja, welches Ereignis in unserem Körper abgespeichert ist und wo wir einfach, ja, wo wir einfach nicht fein sind und wo wir einfach immer noch irgendwie, ja, traurig sind drüber und das muss einfach aufgearbeitet werden. Und ich kenne diese Frau schon ziemlich lange und ich glaube, ich bin mir sicher, hätte ich in einem Gespräch mit ihr, hätte sie mir das so erzählt, dann wäre dieses Ereignis, hätte nie nochmal so stattfinden können, wie es einfach in dieser Aufstellung ist. Und ja, man sieht einfach, was in uns alles noch drin steckt, ja, wo wir auch hinschauen sollten. Und darum finde ich einfach Aufstellungsarbeit so faszinierend, weil da kommen Sachen zutage, die begreifst du auch nicht, die hast du verdrängt, die sind gar nicht mehr aktuell. Und ja, die gilt es einfach anzuschauen, auch anzuerkennen, um einfach dann als Erwachsener weitergehen zu können. Und diese Frau war mittlerweile, sie ist 33 Jahre alt, also das ist vor 23 Jahren passiert. Und dieses Ereignis steckt einfach immer noch in ihrem Körper, in ihrem System. Und bei der Aufstellung haben wir dann einfach das so hingeleitet, ja, und dahingehend einfach verändert, dass sie jetzt mit 33 einfach sich das nochmal anschauen dürfte und damit es einfach auch gehen kann. Ja. Das ist mal so ein kleiner Auszug aus Aufstellungsarbeit. Ich werde bei dem auf diesem Kanal einfach immer wieder mal ein bisschen was erzählen, auch zu meinen eigenen Aufstellungen.
weil ich es einfach wichtig finde und weil ich kein System kenne, das dahingehend einfach auch so viel Aufklärungsarbeit betreiben kann. Von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Montag und wir sehen uns. Bis dann.